Hallo, ich bin Eka. Und ich bin Conny. Ja, ich bin passionierte Näherin und habe schon sehr viel für meine Tochter genäht. Und ich habe noch nie in meinem Leben genäht, möchte es aber ganz gerne lernen und deshalb bin ich heute hier. Und ich werde Conny beweisen, dass wirklich sehr viele Dinge sehr einfach auch von Anfängerinnen zu realisieren sind. Prima, dann legen wir mal los. Jo, dann starten wir mal. Okay, Conny, was kann ich dir heute zeigen? Du kannst mir zeigen, liebe Ilka, wie man einen Loopschal macht. Denn die gibt es im Moment ja überall zu kaufen für sehr viel Geld. Ich möchte es heute mal selber machen für meine kleine Tochter und möchte wissen, wie das geht. Ja, sehr einfach. Du nimmst oder du suchst dir einen schönen Fließstoff aus. So, und zwar zwei Seiten. Und zwei Seiten heißt einmal die Vorder- und die Rückseite. Okay, genau. Verstehe. Und dann nimmst du ein Maßband und schlingst das sozusagen zweimal um den Kopf oder guckst, wie die Kopfbreite ist, weil es muss ja über den Kopf gehen, dass es passt. Mhm. Ziehst es deiner Tochter drüber und checkst nochmal. 1,10 Meter ist ein ganz gängiges Maß für Kinder bis 2 Jahre. Okay. 15 cm breit. Und dann nimmst du einfach deinen Stoff und schneidest zwei Stücke, die 1,10 Meter lang sind und 15 cm breit. So, das ist allen, das ist der ganze Stoff, den du dafür brauchst. Dann, das ist sehr easy. Genau, und dann hast du immer bei jedem Stoff eine schöne Seite und eine nicht schöne Seite. Die schöne Seite soll natürlich hier rausgucken. Und deswegen legen wir jetzt die Stoffstücke so aufeinander, dass die schöne Seite aufeinander trifft. Das nennt man rechts auf rechts legen. Und dann können wir auch schon mit dem Zusammenstecken anfangen. Okay. Ja, jetzt steckst du die zwei Teile aufeinander und zwar nimmst du den Nadelkopf nach links und dass die Nadelspitze nach rechts rausschaut, weil dann kannst du hier nämlich entlang über die Nadel drüber nähen. Hast du super gemacht, also ganz toll. Jetzt können wir nämlich hier einmal die Naht bzw. du hier runter nähen. Dann drehst du das Ganze um und nähst die Naht von hier und dann siehst du, dass die Nadeln hier absolut richtig gesteckt sind. Und ich würde mal sagen, so, ran an die Nähmaschine. Los geht's. Du legst hier das obere Ende ein, dass der Nadelkopf nach links ist, hier auf die Linie, dass der Abstand ungefähr 1 cm ist. Kannst aber auch Füßchen breit nähen, das ist jetzt alles nicht so schlimm bei dem Teil hier. Jetzt stellst du einen geraden Stich ein, also sprich, das ist an jeder Maschine unterschiedlich und dass der Stich auch ein bisschen länger ist, also vielleicht zwischen 3 und 4, das ist hier die Stichlänge. Jetzt startest du ganz langsam und verriegelst am Anfang und am Ende, dass die Naht fixiert ist. Mhm. So. Du gehst hier ganz vorsichtig auf der Nähfuß, nähst zwei Stiche nach vorne, drückst dann hier die Verriegelungstaste, nähst nach hinten. Und jetzt haben wir es schon so schön gesteckt, dass du eigentlich alles schön durchlaufen lassen kannst. So, jetzt habe ich das hier fertig genäht. Ein bisschen krumm und schief ist es, aber ich glaube, das hast du ist schon vertretbar. Super gemacht, ganz toll. Also du hast jetzt hier und hier eine Öffnung, weil du hast ja freigelassen, offen gelassen. So, und jetzt drehst du einfach den Schal um. Durch die Öffnung ziehst du jetzt den Schal nach draußen. Dann kannst du hier so ein bisschen schieben. Muss man vorne ein bisschen ziehen. Mhm. So, da hat es mal kurz geknackt, das ist aber nicht schlimm. So, und dann haben wir jetzt den Schal sozusagen sauber. Hier mit der schönen Seite, mit der sauberen Naht vor uns liegen. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Öffnung verschließen und dann sind wir auch schon fertig. Also hier die Seiten. Genau. Okay. Das heißt, du nimmst jetzt den Schal, dass der rund liegt. Und hier hast du ja deine Nähte. Mhm. So, jetzt müssen wir auch wieder nadeln. Das heißt, wir stecken jetzt hier den Schal fest. Und zwar so lang in der Rundung, bis es nicht mehr geht. Wir können ja leider nicht einmal komplett alles rumnähen, sondern wir können nur so lange rumnähen, bis es irgendwann mal aufhört und den Rest müssen wir dann mit der Hand schließen. Und dass uns aber hier auch nichts verrutscht, stecken wir jetzt auch hier wieder die Nadeln, bis es nicht mehr geht. Okay, wenn ich es jetzt genäht habe, dann ist das jetzt noch offen und was genau, mache ich damit? Genau, ich habe die Fäden abgeschnitten, habe die Nadeln rausgezogen und jetzt ziehst du das sozusagen wieder glatt und gerade und hast sozusagen hier diese kleine Öffnung, über die bin ich logischerweise nicht mehr gekommen. Und die kleine Öffnung kannst du jetzt entweder hier mit der Hand verschließen oder du nimmst das Stück und nähst hier mit der Maschine einmal mit dem Stich drüber, weil man wird es ja, wenn der Schal dann hier im Loop gelegt ist, dann auch nicht mehr so sehen. Aber das ist deine Entscheidung, wie du das haben möchtest. Okay. Auf jeden Fall, das ist jetzt der fertige Loopschal und toll, hast du geschafft. Wunderbar. Klasse. Sehr gut.